Hey Leute, was geht? Heute mal im Flaggschiff von Mercedes, die neue S-Klasse, 2022er Baureihe oder W223. Wunderschöne Ausstattung, da fehlt es an nichts. Wir haben hier so schwarzes Escheholz, das kenne ich auch von meinem C-Coupé damals. Ambientebeleuchtung schauen wir uns gleich im Dunkeln mal genauer an. Head-Up-Display, gucken wir gleich alles im Fahren. Und die wichtige Frage ist, viele Gerüchte kursieren ja, die S-Klasse ist nicht mehr das, was sie immer war. Qualität hat nachgelassen. Dieses ganze Knarzphänomen von Mercedes-Benz. Wollen wir mal ein bisschen auf die Spur gehen und vor allem, wie fährt sich das Auto? Wir haben so Sachen wie Hinterradlenkung. Merkt man das bei so einem 5,5 Meter gefühlten Auto im Alltag auch oder kommt man gut durch? Ne? Das Erste, was ich sagen muss im Vergleich zu anderen Autos, die ich in letzter Zeit gefahren bin, Soundkulisse, ihr werdet es hören, beziehungsweise auch nicht, kommt nichts durch. Ne? Wir sind jetzt zwar nicht jetzt in der befahrten Stadt oder so, aber wir fahren da gleich mal ein bisschen rum und dann merkt ihr schon direkt, bisschen entspannteres Fahren, sehr, sehr schön angenehm. Und was ich direkt mal ansprechen möchte, boah, das ist schön in der Kurve, ne? Kommt die Sitzwange mit raus, das ist auch so typisch S-Klasse, was ich liebe. Was ich auch mal ansprechen möchte, das ganze Innenraumthema, ne? Wir haben jetzt hier so ein riesen Display. Ich glaube, wenn ich nicht lüge, war die S-Klasse das erste Auto von Mercedes mit diesem riesen Infotainment-System, was wirklich fast gar keine Knöpfe mehr hat. Ihr habt wirklich alles über das Touchpad und das, ja, war für viele Leute ein Thema. Wirkt halt, also die Hater sagen dann wie so ein iPad, wie so ein Tesla, ne? Ist nicht mehr S-Klasse, da fehlt dieses, wie soll ich sagen, Wertige. Sprich, wie geil wird dieses Display noch in 10 Jahren sein vom Stand der Technik und auch wie geil wird das im Alltag sein, wenn ihr ständig Fingerabdrücke habt. Das ist so ein Ding, was mich persönlich sehr stört, Fingerabdrücke. Auch beim M4, obwohl er auch ein Touchpad hat, nämlich immer dieses Rollrad. Und hier habt ihr halt keins. Ihr müsst unweigerlich das Display anfassen. Was mir direkt aufgefallen ist, das Tacho, 3D-Tacho, wirkt extrem geil. Also ihr habt wirklich das kann man leider nicht filmen. Ihr habt so einen 3D-Effekt auf die Kilometeranzeige, auf alles, was ihr so kennt. Plus in Kombination mit dem Head-Up-Display vorne, sieht es halt einfach wirklich sehr, sehr schön aus. Also gefällt mir sehr gut. Guck mal, das ist auch geil, ne? Kannst du da drauf filmen, das sehe ich gerade erst. Live-Ampelansicht. Bevor du dir den Hals irgendwie komisch verbiegst, sagt er dir, ne, du sagst sozusagen der tote Winkel, da ist die Ampel. Und wenn die grün schaltet, das ist halt geil. Und ihr müsst kaum denken oder kaum machen, das macht das Auto für euch. Ne? Die S-Klasse denkt für euch mit. Also wirklich, es fährt sich sehr, sehr leicht, das Auto. Ihr merkt gar nicht, was für ein Schiff ihr bewegt. Spätestens gut beim Parkhaus würde ich es merken oder beim Parken. Da gibt es aber auch, wie ihr seht, etliche Kameras, etliche Systeme, 360-Grad-View. Ihr könnt sogar wie in einem Spiel, wie bei, keine Ahnung, GTA, könnt ihr sogar, als würdet ihr den Joystick bewegen, die Ansicht wechseln. Sagen, also Lenkrad extrem leichtgängig. Das ist so ein bisschen kompakt, das ist das neue Mercedes-Lenkrad-Design. Wie findet ihr das? Ich finde es eigentlich sehr schön, weil ich bin Fan von so kompakten, kleinen Lenkrädern, so ein bisschen Sportwagen-Style. Sonst hatte die S-Klasse immer wie so ein, ich will es nicht Busfahrer-Lenkrad nennen, aber doch wirklich so ein Riesending mit Holz und hier so ohne Spange. Hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Gut, beim AMG war es geil. Das ist kein AMG, sondern es ist ein S400. Zieht auch sehr stark. Ist auch eine geile Motorisierung für das Auto. Weil beim 500er ist immer die Frage, ne, wie weit entfernt bist du vom AMG und warum machst du nicht gleich den Schritt zum 63er? Das musst du dir halt immer anhören als 500er Fahrer. Und hier beim S400 hast du halt extrem entspanntes Fahren. Er zieht sehr geil, also wirklich Beschleunigung ist top. Kann ich jetzt hier innerorts nicht nachmachen, aber vertraut mir da, Beschleunigung ist top. Und Komfort ist halt das Riesenthema. Ne? Also S-Klasse ist für mich Komfort und Luxus. Und es ist halt sehr moderner Luxus. Ich muss sagen, du merkst halt, dass es die nächste Generation ist, die auch Mercedes ein bisschen ansprechen will. Weil ich sag mal, so ein Oldschool-S-Klasse-Fahrer, dem wird das hier alles zu viel. Zu viel Technik, zu viel Display, zu viel Bildschirm, zu viel Lichter. Aber ich persönlich finde das geil. Auch hier, wir haben extrem schlechte Straße, Pflasterstein und du hörst nichts, ne? Nochmal zum Thema Knarzen. Du hörst gerade nichts Komisches, ne? Also wir sind gerade wirklich sehr unangenehme Straße gefahren und du merkst nichts. Es ist leise, es ist angenehm. Jetzt drücke ich mal kurz. Ja. Es waren vielleicht 3,5 Touren und er hat einen schon ins Sitz gedrückt. Ist schon geil. Also von außen finde ich die neue S-Klasse schon gelungen, muss ich sagen. Die Front gefällt mir besonders. Also wirklich sehr, sehr königlich, wie man es kennt. Dieser fette Grill, Chrom,
passt nur an der S-Klasse, wenn du mich fragst. Heck, muss ich aber sagen, gefällt mir der Vorgänger besser. Die alte S-Klasse, da hatte ich immer schon was übrig fürs Heck, die Lichter, das war einfach alles schöner im Gesamtbild. Heck geht an den Vorgänger, Front geht an den W223. Was meint ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir mal die Autobahnauffahrt, nehmen wir mal mit. Boah. Also das... 3,5 Touren, Leute, und der marschiert sehr gut. Also das ist schon... Das wundert einen, dass hier über 2 Tonnen so geil vorangehen, Leute. Leute, das ist geil. Augmented Reality. Sprachfehler. Aber ja, wirklich, ich muss immer wieder wie GTA 5 sagen, ja, wirklich den Pfeil auf der Straße. Das Ding mit der Kamera, das ist einfach geil. Weil wie oft habe ich mich erwischt, dass ich nicht wusste, welche Straße, welche Ausfahrt meint denn das Navi. Und hier zeigt er dir mit dem Pfeil idiotensicher, da geht's raus. Machen wir doch gerade mal. Das ist schon geil, Leute. Also, S-Klasse war immer Technikvorsprung Minimum 10 Jahre. Was in der S-Klasse jetzt rauskommt, hast du in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr in den normalen Autos. Und das merkst du halt direkt, dass du wirklich einen Vorsprung hast. Ich weiß, Vorsprung durch Technik ist ein anderer Autohersteller, aber die S-Klasse zeigt es immer wieder. Voran. Es gibt jetzt auch neuerdings den 63 AMG von dieser Baureihe. Da muss ich sagen, schön von hinten, schön von vorne, aber der Grill, den muss ich mal live sehen. Bin ich nicht so der Freund von Panamericana. Aber wie gesagt, muss ich erst live sehen. Schreibt mir in die Kommentare, was sagt ihr zum neuen 63 AMG vom W223 S-Klasse. Du merkst nicht, dass du jetzt 160 fährst, sondern es fühlt sich an mit anderen Autos. Ja, wie 100. Jetzt müssen wir Phänomen deutsche Autobahn natürlich immer warten, bis einer Platz macht. Geil. Knapp 200 sind wir eben gefahren. Du merkst nicht, dass die ganzen Bodenwellen. Ich kenne die Strecke ja von M4. Die ganzen Bodenwellen nimmt der mit, als wäre es nichts. Sehr schön. Also sportliche Fahrweise geht auf jeden Fall auch. Ihr kommt zügig voran. Und jetzt wieder zurück im Komfortmodus. Da werden natürlich auch alle Dämpfer angepasst und der Wagen fährt noch entspannter. Also wirklich, ich glaube, das ist so ein Auto, wo du hinten, wenn du mitfährst, als Beifahrer einfach einschlafen kannst. Oder ich sag dir ehrlich. So, schauen wir mal, wie viel Platz hinten ist. Standardsgemäß sitzt man ja in der S-Klasse hinten rechts und wie viel Beinfreiheit man hier hat. Sitzheizung haben wir auch hinten. Gut, wenn ich mir jetzt den ganz neuen 7er BMW angucke, mit dem riesen Fernseher hier in der Mitte und allem, beziehungsweise auch S-Klassen, die hier ein Display haben, wäre das sozusagen ein Upgrade, wenn ihr denn chauffiert werden wollt. Ich sage ehrlich, Leute, die meisten werden ihre S-Klasse hier, glaube ich, noch selber fahren wollen. Deswegen gehen wir mal wieder vor, würde ich sagen. Also Leute, nachdem ich jetzt auch mal diese neue S-Klasse gefahren bin und nicht nur von außen gesehen habe, muss ich echt sagen, gibt nicht viel zu meckern. Elektronik und die Features sind Fluch und Segen gleichzeitig, Leute. Das Einzige, was in dem Auto wirklich nerven kann, ist, wenn mal was ausfällt. Irgendwie die Rückfahrkamera oder irgendwelche Assistenzsysteme, weil das Auto verschmutzt ist. Darauf müsst ihr euch vielleicht einstellen, mit den Kameras auch außen. Und optisch schon alleine gibt es wirklich nichts auszusetzen. Und da muss ich echt auch sagen, die S-Klasse hat wieder mal einen draufgelegt und ist schöner von innen. Von außen kann man sich streiten. Ich fand beim Vorgänger außen das Heck ein bisschen aggressiver, aber die Front auf jeden Fall beim neuen. Ansonsten würde ich wirklich sagen, wenn ich mir das so angucke, ein sehr, sehr gelungenes Auto. Was ich sehr schade finde, ist, dass es diese S-Klasse leider nicht als S-Coupé geben wird oder gibt. Da wird der neue SL63 ins Spiel kommen. Leute, im Frühjahr werde ich die Gelegenheit haben, einen One-of-One SL63, den aktuell, also den neuen, filmen zu dürfen. Der wird nämlich abgeholt von meinem Bruder. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Abonniert auch schon mal, damit ihr es nicht verpasst, den neuen SL zu sehen. One of One, wie gesagt, wird wahrscheinlich sogar im Center of Excellence abgeholt. Würde ich dann alles für euch filmen. Und noch ein Abschlusswort. Klavierlack, kennt ihr mich, ist immer so ein Thema im Innenraum. Klavierlack und Touch, das ist halt wirklich schon eine Herausforderung für Autopflegefreunde. Aber ansonsten, ihr seht jetzt bei der Dämmerung auch das Ambientlicht. Wunderschön. S-Klasse W223. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, welche Autos euch interessieren. Und vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.